Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Dark Souls 3 und wir sind wieder zurück bei unserem Freund, der hoffe ich einfach mal noch immer ein Freund ist, nachdem wir da unten in diesem Wassergebiet im schwellenden See seinen Kollegen getötet haben. Ich hoffe mal, dass er uns das verzeiht. Ich kann ihn zumindest mal nicht anvisieren, also... Oh, Horace, where have you been? Okay, sagen wir sie mal. To think there'd be a lake so deep within these catacombs. What a relief. I knew that Horace was alive and wouldn't stray far. Thank you. We are both in your debt. This hardly expresses my gratitude, but it'll have to do for now. Please, take it. And may the flames guide your way. Ring des bösen Auges. I will soon head to the lake. Thank you. We are both in the flames. Okay, jetzt geht er also auch nach unten zum See. Ich weiß ja nicht, ob das so eine wahnsinnig clevere Idee ist, mein Freund, denn da unten wirst du von Riesenwürmern und irgendeiner Balliste abgeballert. Also, nur damit du weißt, worauf du dich da unten einlässt. Hm? So, meine Frage ist jetzt, gehen wir jetzt wieder nach unten oder... Nee. Denke mir, wenn wir jetzt schon mal hier sind... Jetzt weiß ich ja zumindest, dass ich da unten ein Leuchtfeuer habe, also ich kann mich jederzeit wieder nach unten teleportieren. Die Brücke mache ich weg. Die muss ja hier nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, wir probieren jetzt einfach mal wieder den Boss und ach ja, stimmt, ich wollte mir ja eigentlich noch schnell den Ring angucken, den er mir gegeben hat. Absorbiert TP von jedem besiegten Gegnern. Ist eigentlich nicht schlecht, aber das ist wahrscheinlich wieder so eine minimale Menge. Dieser Ring fing den verruchten Geist eines bösen Auges ein, einer Kreatur, die Astora verwüstete. Der schreckliche Geist hätte Astora beinahe zerstört, wurde schließlich aber vom Schwert eines edlen Kriegers besiegt. Yuppie fucking du. Okay, machen wir mal wieder Boss. Den habe ich jetzt ja lange genug hinausgezögert. Wir müssen ihn ja schlussendlich eigentlich machen. Und so kompliziert ist der Typ ja eigentlich gar nicht. Ich muss ja nur seine bescheuerten Armreifen zerstören. Im Prinzip. So, berühren wir den Kelch nochmal. Ach, jetzt kommt die Zwischensequenz wieder. Da kann man zum Glück abbrechen. Ja, hallo, Hochfürst. Ach, geh doch nicht wieder zurück mit deiner Hand. Oh, da kommt noch was. Ach, das ist immer... Ah. Nein, na. Ah. Jetzt klettert er wieder nach vorne. Ach. Komm. So, eins mal hin. Immerhin. Fehlen nur noch zwei. Was kommt jetzt? Okay, er kriecht wieder nach vorne. What? Ach, er kriecht wieder. Ah, fuck. Ah, fuck. Uhuhu. Komm, mach's kaputt. Alter, kann doch nicht sein, dass ich den Scheiß nicht treffe. Uiuiui, meine, wieso ist der so nah bei mir? Ah, fuck, ey. Der zieht seine Hände immer viel zu schnell weg, das nervt. Okay, jetzt kommt wieder der Schwung. Und der Schlag von oben. Ach komm, kannst du deine Hände nicht ein bisschen länger da lassen, ey? Das ist doch ein Crap einfach nur. So, na endlich mal wieder was getroffen. Fehlt nur noch die linke Patschehand. Was kommt denn jetzt? Ich kann schon langsam nicht mehr wirklich weiter viel zurück. Was wird denn das jetzt? Das finde ich gar nicht gut. Ach, jetzt hat er die Skelette geholt. Ach, scheiße. Jetzt macht er auch noch den bescheidenen Nebel. Ich komme hier aber nicht mehr weg. Der Nebel, der alles tötet und ich stehe hier direkt an der Wand. Ich muss mich hier natürlich auch noch
Jetzt holt er auch noch ein Riesenschwert. Wollt ihr mich verarschen? Ja, genau. Gangbangt mich nur. Ich meine, echt jetzt. Was ist denn das jetzt für ein Crap gerade? Ja, genau. Danke. Ey, das ist doch der größte Scheiß hier. Ja, natürlich. Wir machen Skelette und holen noch ein Schwert. Was für ein Scheiß, ey. Wenn zumindest die bescheuerten Skelette nicht wären. Mann, geht mir das wieder am Sack. Och, jetzt muss ich natürlich jedes Mal auf diese scheiß Kugel warten, ey. Ja, ihr Ratten, geht mir aus dem Weg. Komm, Klappe zu, Klappe zu. Das ist einfach nur richtiger Crap, ey. So, hier stehen jetzt die beiden wieder auf. Na, kommt. So. Hier über die Brücke, sicherheitshalber. Hauen wir sie kaputt. Nicht, dass mir hier die Skelette nachlaufen. Ach, ich will einfach nur wieder zugucken, wie sie abstürzen. Ach, ist das herrlich. So, nochmal der Scheiß. Nochmal derselbe Scheiß. Ach, zum Glück liegen die Seelen zumindest hier draußen. Und nicht drin im beschissenen Kelch. So, nochmal berühren. Ey, muss das echt jedes Mal mit der Zwischensequenz sein? Wow, das hat mal richtig gut funktioniert. Oh shit, der macht den Nebel. Nebel ist nicht gut. Fuck, ich laufe natürlich direkt rein, ey. Das war sowas von dämlich. Jetzt steh doch auf, Mensch. Jetzt kommt nochmal der Schlag von oben. Wo ich sowieso nicht an seine scheiß Hand rankomme. Was macht er denn jetzt wieder? Jetzt holt er schon die Skelette. Echt jetzt? Boah, ey, ich hasse den Kampf. Der ist eigentlich so fucking simpel. Wenn es nur er ist. Aber nee, ich muss Skelette holen. Denn alleine kann ich nix. Ich meine jetzt mal im Ernst. Das hat mal überhaupt nichts gebracht. So. Nummer 2 im Arsch. Boah, ey. Jetzt hat er schon wieder sein Schwert. Wie soll man da vernünftig angreifen, bitte? Schön. Mach doch mal irgendwas mit dem Scheiß. Okay, vielleicht nicht unbedingt mich treffen, aber naja. Ja, du mit deinem Scheiß, ey. Ja, wie soll ich ihn seinen beschissenen Armreif treffen? Boah, jetzt kommt hier noch irgendein Scheiß. Ach, du lass mich mal im Frieden. Danke dafür. Ja, zumindest ist das Schwert wieder weg. Okay, jetzt kommt wieder Swipe. Und Schlag von oben. Alter!
Du bist so ein nerviger... jetzt macht er wieder den Nebel. Du bist so eine nervige Mistsau, weißt du das? Wow, wenn ich jetzt an dem fucking Nebel sterbe, ey. Okay, jetzt kann ich aber reingehen mal hier. Komm schon, mach den Scheiß kaputt. Macht er natürlich nicht. Jetzt aber. Na, Gott sei Dank. Tschüss, fucking Wollnir. Ach, jetzt steht da wirklich auch noch ein Skelett auf. Willst du mich verarschen? Solltest du nicht eigentlich tot sein? Wieso werde ich jetzt wieder raus teleportiert? Ich wollte das Item noch haben. Okay, Glut wiederhergestellt. Danke, der Boss ist zum Glück besiegt. Der Motherfucker, ey. So, das Item bekomme ich jetzt aber anscheinend trotzdem nicht mehr. Mit dem Kelly kann ich auch nichts mehr machen. Mit dem Scheißteil. Gott, wäre es echt interessant, was zur Hölle war das für ein Item, was bei dem lag. Aber naja, zumindest der Boss ist im Arsch, immerhin. Können wir uns natürlich gleich mal seine Seele angucken. Das war, nein, nicht die, auch nicht die, die war's. Fürst wollen ja von Katus verurteilte unzählige Seelen zu grausamen Toten in dem Wunsch, sie alle zu überleben. Das sagt nicht viel. Das sagt wirklich nicht viel aus. So, aber zuerst mal... Ah. Zurück zum Feuerbandschrein. Jetzt habe ich ja immerhin wieder ein bisschen Seelen, kann ein bisschen leveln und eigentlich wollte ich mir auch noch bei dem Typen eine Waffe machen lassen, die mal ganz interessant aussah. Ich glaube, die werde ich mir jetzt machen lassen. Die kostet zwar 10.000, aber da kann ich zumindest einmal leveln und mir dann trotzdem noch die Waffe holen. Das geht. Das geht sich aus. Locker. War da gerade ein Item? Nee, waren nur die Kerzen. So, er ist hier. Ja, ich habe ein paar von denen. So, und ich wollte mir eigentlich... Wieso habe ich da noch immer das X? Ach so, weil ich es noch nicht benutzen kann. Stimmt, auch. Ich brauche noch Geschick auch noch dafür. Fuck. Bin aber schon überlegen, soll ich das hier nehmen dann oder das hier? Das würde mich 0 Seelen kosten. Dafür brauche ich aber auch 20. Das würde halt mehr auf Stärke gehen. Wäre für mich interessanter. Aber mir fehlt halt Geschick. Das ist das Problem. Fuck, das hatte ich ganz vergessen, dass ich dafür Geschick brauche. Aufsteigen bitte. So. Wow, es geht echt nur ein Level. Ne, Moment mal, jetzt mache ich mir das hier mal, die Vitalität auf 25. Denn ich habe hier sicherlich noch ein paar schöne Seelen übrig, die ich benutzen kann. Zum Beispiel, ne, Großholz will ich nicht. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Na, gucken wir mal, wie viel gibt denn da eine. 3000. Das sollte schon ausreichen. So, 25 und dann werde ich die nächsten 4 Level darin investieren, dass ich Geschicklichkeit auf 18 bekomme und dass ich damit dann auch die neue Waffe benutzen kann. Klingt nach einem Plan. Gut.
Dann sollte ich mich erstmal wieder ein bisschen mehr auf Stärke konzentrieren. Wäre auch nicht schlecht. Aber gut, haben wir das erledigt, was ich hier eigentlich erledigt wollte. Nee, Quatsch, im Prinzip haben wir nicht erledigt. Ich konnte es ja nicht erledigen. Deswegen müssen wir uns das für ein anderes Mal aufsparen. So, wieder zu Volnir. Also, zum Kelch von Volnir. Aber gut, gut, gut. Muss aber echt sagen, der Kampf gegen Volnir, ey, der war schon ein bisschen anstrengend. Gerade, ich meine, am Anfang war der Kampf so wirklich schön easy. Aber als er dann anfing irgendwie, da hinten ist ein Item. Als er halt dann anfing mit seinem Schwert und mit den Skeletten und bläh. Ist das jetzt das Item, was bei ihm lag? Du Mistkerl voraus. Foliant der Grabwächter. Jetzt finde ich einen neuen Folianten. Jetzt gehe ich aber nicht wieder zurück. Zum Feuerlingsschrein. Oder Feuerbandschrein in der deutschen Version. Besuchen wir unseren Pyromanten dann mal ein anderes Mal. Jetzt will ich erstmal gucken, was hinter dieser Tür auf mich wartet. Der wahre Kampf beginnt. Ach, jetzt. Erst jetzt. Sieg! Oh ja. Gute Arbeit, Verschnaufpause. Auch ein Plan. Aber vorher muss ich noch diese Folge hier beenden, bevor ich mich ausruhe. Kritischer Gegner voraus. Visionen von etwas Erstaunlichem. Zeit für Kälte. Tolle Aussicht. Yritül des Nordwindtals. Na gut. Und da haben wir das nächste Leuchtfeuer. Tolle Aussicht. Ja, das kannst du wirklich laut sagen. Das ist eine schöne Aussicht. Da unten hockt zumindest mal irgendwas im Wasser. Also kann man da auch sicherlich irgendwie hin. Runterspringen ist, glaube ich, nicht der richtige Plan. Guter Gefährte, viel Erfolg. Danke. Wobei, gut, das Rasten war jetzt irgendwie unnötig. Ich habe sowieso nichts verbraucht. Aber na gut. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Hier liegt so haufenweise Geröll und Gerümpel. Aber sonst nichts. Na dann mal über die Riesenbrücke. Es ist irgendwie für mich sehr verdächtig, dass hier kein Schwein ist. Bringe eine Puppe, um passieren zu dürfen. Engel voraus, deshalb versucht Frau? Was wollt ihr mir damit bitte schön sagen? Ich muss sagen, mich erinnert das Ganze hier von der Architektur hier jetzt gerade sehr stark an Bloodborne. Das könnte auch hier die Brücke sein, ganz am Anfang, wo dann die Klerikerbestie kam. Oh, ach, na schön. Au, was soll denn das? Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ich wollte mich doch nur heilen. Ach, du bist ein Mistvieh. Das war so fies, dass das Scheißteil hinter einen kommen muss. Och, musste das echt sein? Muss das sein? Also gut. Also gut, mein Freund. Den werden wir hier jetzt aber doch noch schaffen, hä? So, wartet ihr hier jetzt schon auf mich oder spawnt der nochmal? Anscheinend spawnt der nochmal. Gut, aber diesmal bin ich vorbereitet. Natürlich aber trotzdem hier schnell reinlaufen. Mein Stuff holen und jetzt weiß ich, dass du von hinten kommst. Du mieser kleiner Sack.
Ja, jetzt kann der auch noch Blitze schießen. Natürlich. Warum denn nicht? Mach dein Maul zu. Was? Habe ich dem jetzt kein Damage gemacht? Wow, wie ich einfach fucking mal nicht treffe, ey. Das ist der Wahnsinn. Fuck you. Oh. Hoch, schnell. Ja, jetzt winde dich. Bettler. Jetzt hat er echt im Liegen noch Damage gemacht. Wollte mich verarschen. Was für eine Scheiße, ey. Mann. Natürlich kam der wieder. Ich kann brüllen. Aber mehr kann ich auch schon nicht. Au, okay. Du kannst auch beißen eventuell. Ja, ey. Ja, mach wieder deinen Blitzscheiß. Der erwischt mich sowieso nicht. Roll doch! Na, dann halt nicht. Alter, ich bin momentan ein bisschen verwirrt hier gerade, was die ganze Situation hier angeht. Ja, natürlich, ein Tritt kommt immer gut. Na komm, mach irgendwas. Ach. Alter, was macht denn der hier gerade mit mir? Jetzt heil dich doch! Es kann doch nicht sein, dass mir dieses Scheißvieh solche Probleme macht. Alter, ey. So kompliziert ist das Teil nicht. So, einmal probieren wir es jetzt noch. Ansonsten machen wir es in der nächsten Episode. Dann habe ich nämlich keinen Bock mehr auf den Scheiß hier gerade. Meine Güte, ey. Boah, jetzt liegen meine Seelen so weit hinten. Na, scheiße. Ja, scheiß drauf. Waren sowieso nicht so viele. Na, komm. Lauf los. Deiner scheiß Attacke hier. Ja, oh mein Gott, er hat mich mit seinem Zehennagel gestreift. Das macht mir natürlich Schaden. Ja. Oh oh. Wie weit der mit dem Scheiß auch immer läuft. Alter, ich sehe momentan mal überhaupt nichts. Ja, natürlich. Leck mich am Sack. Wir machen es nochmal in der nächsten Episode. Und dann bis dahin, ja, ihr wisst schon. Tschüss, auf Wiedersehen, man sieht sich.